Hallo und herzlich willkommen. Wenn du uns zum ersten Mal besuchst, freuen wir uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Wir sind eine engagierte Gemeinschaft, die sich der Bereitstellung qualitativ hochwertiger, informativer Inhalte widmet, und wir hoffen, dass du von unseren Videos ebenso profitieren wirst, wie es bereits viele andere getan haben. In unserem heutigen Video werden wir uns mit einem sehr wichtigen Thema befassen, das uns alle betrifft, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wir sprechen über Diabetes, eine weit verbreitete chronische Krankheit, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt betrifft und jeden Tag weiter zunimmt. Unbehandelt kann Diabetes zu ernsthaften gesundheitlichen Komplikationen führen, wie Herzkrankheiten, Nierenschäden und Sehverlust, um nur einige zu nennen. Wir alle wissen, dass Vorbeugung besser als Heilung ist, und das gilt besonders für Diabetes. Deshalb ist es so wichtig, die frühen Anzeichen und Symptome dieser Krankheit zu kennen, um sie frühzeitig erkennen und behandeln zu können. Unser Ziel für dieses Video ist es, dich über diese frühen Anzeichen zu informieren und dir zu helfen, sie bei dir selbst oder bei deinen Lieben zu erkennen. Wenn du noch nicht abonniert hast, möchten wir dich einladen, dies jetzt zu tun, indem du auf den Abonnieren-Button unten auf dem Bildschirm klickst. Durch das Abonnieren wirst du immer über unsere neuesten Videos informiert und verpasst keine wertvollen Informationen. Und wenn du die Benachrichtigungsglocke aktivierst, wirst du sofort informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. So kannst du sicher sein, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Nun, nachdem wir das aus dem Weg geräumt haben, lass uns ohne weitere Umschweife in das Thema unseres heutigen Videos eintauchen. Die fünf frühen Anzeichen, dass du zuckerkrank bist oder es bald sein könntest. Dies ist ein wichtiges Thema, das deine Aufmerksamkeit erfordert, also setz dich bequem hin, nimm dir einen Moment Zeit und lass uns anfangen. Jetzt, wo wir uns mit der Einführung befasst haben, wollen wir tiefer in das Hauptthema eintauchen. Diabetes ist eine ernste und komplexe Erkrankung, die die Fähigkeit deines Körpers beeinflusst, Glucose, auch bekannt als Blutzucker, zu verarbeiten. Aber wie können wir diese Krankheit erkennen, bevor sie unseren Alltag beeinträchtigt? Es gibt einige Schlüsselsymptome, auf die du achten kannst, die möglicherweise darauf hindeuten, dass du an Diabetes erkrankt bist oder Gefahr läufst, in naher Zukunft daran zu erkranken. Lass uns diese Symptome im Detail untersuchen. Ständiger Durst. Dieses Symptom ist oft eines der ersten, das bei Menschen mit Diabetes auftritt. Es ist natürlich normal, durstig zu sein, besonders nach dem Sport oder wenn es draußen heiß ist. Aber stellst du fest, dass du auch dann ständig durstig bist, wenn es keinen offensichtlichen Grund dafür gibt? Vielleicht trinkst du mehr Wasser als gewöhnlich, aber du scheinst immer noch durstig zu sein. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass dein Körper versucht, einen hohen Blutzuckerspiegel zu kompensieren, indem er mehr Flüssigkeit durch das Wasserlassen ausscheidet, was zu Dehydration und dem Gefühl von Durst führt. Häufiges Wasserlassen, wie wir gerade erwähnt haben, versucht dein Körper bei hohem Blutzucker, überschüssige Glucose durch das Wasserlassen auszuscheiden. Das bedeutet, dass du vielleicht häufiger zur Toilette gehen musst als sonst. Du könntest feststellen, dass du auch nachts aufwachst, um zur Toilette zu gehen. Dies ist nicht nur unangenehm und störend für deinen Schlaf, sondern es könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass etwas in deinem Körper nicht stimmt. Unbeabsichtigter Gewichtsverlust. Ein unerklärlicher Gewichtsverlust kann auch ein Zeichen für Diabetes sein. Warum? Nun, dein Körper benötigt Energie, um zu funktionieren, und diese Energie kommt normalerweise aus der Glucose, die wir aus unserer Nahrung gewinnen. Aber wenn dein Körper diese Glucose aufgrund eines Insulinmangels oder einer Insulinresistenz nicht effektiv nutzen kann, beginnt er, andere Energiequellen zu suchen. Das kann dazu führen, dass er Fett und Muskelmasse abbaut, was zu einem unerwarteten Gewichtsverlust führen kann. Ständige Müdigkeit. Wenn du dich ständig müde oder schlapp fühlst, könnte das ebenfalls auf Diabetes hindeuten. Dies ist oft eine Folge der Tatsache, dass dein Körper nicht genug Glucose zur Energiegewinnung nutzen kann. Du könntest das Gefühl haben, dass du trotz ausreichendem Schlaf nicht genug Energie hast, um deinen täglichen Aktivitäten nachzugehen. Schlecht heilende Wunden oder Infektionen, wenn du bemerkst,
dass Schnitte, Wunden oder Infektionen länger als üblich brauchen, um zu heilen, könnte das auch ein Zeichen für Diabetes sein. Ein hoher Blutzuckerspiegel kann die Fähigkeit deines Körpers beeinträchtigen, sich selbst zu heilen und Infektionen abzuwehren, was zu diesem Symptom führt. Juckreiz und trockene Haut. Diabetes kann zu trockener und juckender Haut führen. Durch einen hohen Blutzuckerspiegel wird mehr Flüssigkeit aus deinem Gewebe gezogen, was dazu führen kann, dass deine Haut trocken wird. Darüber hinaus kann ein hoher Blutzuckerspiegel die Durchblutung beeinträchtigen und damit den Heilungsprozess der Haut verlangsamen, was zu Juckreiz führt. Verdunkelung bestimmter Hautbereiche, ein Zustand, der als Acanthosis nigricans bekannt ist, kann ein weiteres Anzeichen für Diabetes sein. Diese Veränderung tritt auf, wenn bestimmte Bereiche der Haut, wie der Nacken oder die Achselhöhlen, dunkler und dicker werden. Sie kann ein Zeichen dafür sein, dass im Körper etwas nicht stimmt und ist oft mit Insulinresistenz verbunden, einem Hauptmerkmal von Typ-2-Diabetes. Sehstörungen, hoher Blutzucker kann auch deine Augen betreffen, was zu verschwommenem Sehen führen kann. Dies geschieht, weil ein hoher Blutzuckerspiegel die Linsen in deinen Augen schwellen lässt, was deine Sehfähigkeit beeinträchtigt. Wenn du feststellst, dass sich deine Sehkraft plötzlich verändert oder verschlechtert hat, kann dies ein Anzeichen für Diabetes sein. Kribbeln oder Taubheitsgefühl. Diabetes kann Nervenschäden verursachen, bekannt als diabetische Neuropathie. Dies kann sich als Kribbeln, Taubheitsgefühl oder Schmerzen in den Händen und Füßen äußern. Wenn du diese Symptome feststellst, insbesondere in den Füßen, kann dies ein Anzeichen für Diabetes sein. Häufige Infektionen. Diabetes kann dein Immunsystem schwächen, was dich anfälliger für Infektionen machen kann. Wenn du feststellst, dass du häufiger als sonst krank wirst oder Infektionen länger brauchen, um zu heilen, könnte das ein Anzeichen für Diabetes sein. Verändertes Hungergefühl. Einige Menschen mit Diabetes berichten von einem erhöhten Hungergefühl, während andere wiederum einen Verlust des Appetits feststellen. Wenn du unerklärliche Veränderungen in deinem Hungergefühl feststellst, könnte das ein Anzeichen für Diabetes sein. Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit. Ungewöhnliche Stimmungsschwankungen oder erhöhte Reizbarkeit könnten auch ein Zeichen für Diabetes sein. Der Zusammenhang zwischen Blutzuckerspiegel und Stimmung ist komplex, aber plötzliche Veränderungen im Blutzuckerspiegel können das Wohlbefinden und die Emotionen beeinflussen. Ein ungewöhnlich hoher oder niedriger Blutzuckerspiegel kann zu Gefühlen der Reizbarkeit oder Depression führen. Wenn du solche Veränderungen in deiner Stimmung bemerkst, ohne dass es dafür einen klaren Grund gibt, solltest du dies als potenzielles Warnsignal betrachten. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Symptome auch bei anderen Erkrankungen auftreten können und nicht unbedingt bedeuten, dass du Diabetes hast. Sie sollten jedoch als Warnsignale betrachtet werden, die dich dazu veranlassen sollten, einen Arzt aufzusuchen. Selbst wenn es sich nicht um Diabetes handelt, können diese Symptome auf andere gesundheitliche Probleme hindeuten, die behandelt werden müssen. Es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen und professionellen medizinischen Rat einzuholen, wenn es um deine Gesundheit geht. Und da sind wir schon am Ende unseres heutigen informativen Videos angekommen. Wir haben uns ausführlich mit dem ernsten Thema Diabetes befasst, insbesondere mit den 5 frühen Anzeichen, die darauf hindeuten könnten, dass du zuckerkrank bist oder in der Zukunft daran erkranken könntest. Es ist unser aufrichtiges Ziel, dass du durch dieses Video informierter und bewusster in Bezug auf deine Gesundheit und deinen Lebensstil wirst. Prävention und Früherkennung spielen bei Diabetes eine entscheidende Rolle. Indem wir aufmerksam auf unseren Körper hören und auf Veränderungen achten, können wir potenzielle gesundheitliche Probleme frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Deine Gesundheit liegt in deiner Hand, und wir hoffen, dass dieses Video dir dabei hilft, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen und informierte Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig zu betonen, dass dieses Video nur Informationszwecken dient und keinesfalls eine medizinische Beratung ersetzt. Wenn du eines oder mehrere der genannten Symptome feststellst, zögere bitte nicht, einen Gesundheitsdienstleister aufzusuchen. Ein professioneller Gesundheitsdienstleister wird in der Lage sein, eine genaue Diagnose zu stellen und dir eine angemessene Behandlung zu empfehlen.
Bevor wir uns verabschieden, möchten wir dich noch einmal daran erinnern, auf den Gefällt mir-Button zu klicken, wenn du dieses Video hilfreich fandest. Deine Unterstützung hilft uns dabei, unseren Kanal zu verbessern und mehr qualitativ hochwertige Inhalte für dich bereitzustellen. Wenn du jemanden kennst, der von diesem Video profitieren könnte, zögere bitte nicht, es zu teilen. Gesundheitsinformationen sind von unschätzbarem Wert und können das Leben eines Menschen positiv beeinflussen. Und zu guter Letzt, wenn du Fragen oder Kommentare zu diesem Thema hast, würden wir uns freuen, wenn du sie in den Kommentarbereich unten schreibst. Wir bemühen uns, alle Kommentare zu lesen und so viele wie möglich zu beantworten. Dein Feedback ist für uns sehr wertvoll und hilft uns dabei, besser zu verstehen, was du von unserem Kanal erwartest. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unser Video anzuschauen. Wir schätzen deine Unterstützung sehr und hoffen, dass du uns auch in Zukunft treu bleibst. Vergiss nicht, gesund zu leben, auf deinen Körper zu hören und bei Bedarf medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bis zum nächsten Mal, bleib sicher und gesund.